die berühmteste Hochstaplerin der Welt. Nun soll sie freikommen, Anna Sorokin. Und dann soll sie zu uns nach Deutschland kommen. Diese Frau, die russisch-deutsche Betrügerin, die sich jahrelang ein Luxusleben ergaunert hat. Dahinter, hinter diesen Mauern sitzt sie noch. Millionenschwindlerin Anna Sorokin ist jetzt auch noch Künstlerin. Die 31-jährige Hochstaplerin hatte sich als steinreiche Erbin ausgegeben und die New Yorker High Society mit einem vermeintlichen Vermögen von 20 Millionen Euro gelinkt. Nun drängt sich die Szene um ihre Kunstwerke, fast wie in alten Zeiten. 20 Zeichnungen und Skizzen stehen zum Verkauf. Sorokin soll diese in der Abschiebehaft kreiert haben. Ihre erste Solo-Ausstellung als Künstlerin. Hinter mir sieht man ihre Bilder, die eben vorgestellt werden bei dieser Party in einem trendigen Hotel an der Lower East Side in Manhattan. Und man sieht hier natürlich die Zeichnungen. Als besonderen Gag hat man sich einfallen lassen, dass eben Models diese Kunstwerke hier präsentieren. Sie werden gehandelt ungefähr um $10.000 pro Stück. Die Bilder sind eine Kollektion, die Annas Stationen der letzten Jahre erzählt. Also von der glamourösen New Yorker Gesellschaft bis zu den Mühen des Haftalltags. Kunsthändler Chris Martin hat die Ausstellung organisiert. Am besten wäre, wenn die Kollektion zusammenbleiben kann. Der Gesamtwert beläuft sich auf $500.000. Die Party beweist Annas Strahlkraft in der New Yorker Society, obwohl sie bereits seit Jahren weggesperrt ist. Mehr als 1000 Menschen sollen auf der Warteliste gestanden haben, nur gut 200 wurden eingelassen. Die 31-Jährige meldete sich dann selbst mit einer aufgezeichneten Grußbotschaft aus dem Knast. Hi everyone, Anna Sorokin here. Ich habe die Zeichnung hergestellt mit den begrenzten Materialien, die mir hier zur Verfügung standen. Es ist für mich der Beginn meiner Story. Wegen guter Führung wurde Anna Sorokin Anfang 2021 aus der Haft entlassen. Doch wenige Monate später wurde sie von der Zoll- und Einwanderungsbehörde ICE in Abschiebehaft genommen. Und dort sitzt sie jetzt eben noch in Abschiebehaft. Unser Bild-US-Korrespondent Herbert Bauernebel grüße dich herzlich. Wo bleibt sie jetzt, Anna Sorokin? Und kommt die wirklich nach Deutschland in den nächsten Stunden, in den nächsten Tagen oder Wochen? Ja, es ist natürlich klar, dass bei Anna Delvey, einer Sorokin, wie sie wirklich heißt, nichts ohne Drama abgeht. Und so ist es auch bei dieser nun erwarteten Freilassung aus der Abschiebehaft, zumindest gegen Kaution. Das bedeutet jetzt nicht, dass sie ihren Fall, ihren Kampf gegen die Abschiebung gewonnen hat. Es bedeutet nur, dass sie aus dem Gefängnis entlassen werden kann, eben gegen Kaution. Allerdings, die Auflagen haben es in sich, denn sehr spaßig wird es nicht werden. Für Anna Sorokin sollten sich die Gefängnistore öffnen, denn sie muss praktisch unter Hausarrest bleiben. Sie muss ihr eine Adresse angeben, wo sie leben wird. Und am schlimmsten wahrscheinlich für sie, sie darf nichts auf Social Media posten. Dazu kommt eine elektronischer Fußmonitor, wirklich ganz, ganz strenge Auflagen, also kein sehr großer Schritt in die Freiheit, aber Anna Sorokin hofft nach wie vor, dass sie hier in Amerika bleiben kann. Allerdings ihre Chancen sind nicht besonders groß für diesen weiteren Aufenthalt. Aber wenn wir das gerade noch mal gesehen haben, auch ihre Grußbotschaft da, man hat irgendwie nicht den Eindruck, dass sie total geläutert ist, dass sie irgendwie an Selbstbewusstsein verloren hat, dass sie verstanden hat, dass sie gar keine reiche Luxusfrau ist. Sie ist sich treu geblieben und es ist erstaunlich, wie sehr die New Yorker Szene sie noch liebt. Es hat sich hier ein Fankreis versammelt rund um sie. Man darf ja nicht vergessen, eigentlich so wirklich ganz berühmt wurde sie durch die Netflix-Serie Inventing Anna. Das war die zweiterfolgreichste Netflix-Show des Jahres, nur geschlagen von Stranger Things. Man sieht hier, dass diese Brand der Anna Delvey, der Anna Sorokin, wirklich noch zieht und sie hofft natürlich, dass sollte sie wirklich hier in den USA Asyl bekommen, und das sucht sie ja an in Wirklichkeit, dass sie hier eine weitere so schillernde Karriere hat in der Szene. Danke an unseren US-Korrespondenten Herbert Bauernebel, der auch wartet auf ihre Freilassung und darauf, dass sie dann möglicherweise eben doch nach Deutschland kommt. Danke dir, Herbert.